Ich bin der Felix und ich bin Synchronsprecher und Schauspieler aus München. Vielleicht kennt ihr meine Stimme als Ash Ketchum aus Pokémon oder als Mikaela aus Seraph of the End. Außerdem habe ich im Final Fantasy VII Remake Cloud's Drive gesprochen. An Hyperventilation hat mir am meisten Spaß gemacht. Das klingt ein bisschen doof. Aber tatsächlich die Liebesszenen. Also ich fand's eine schöne Herausforderung und ich fand's ziemlich cool, dass es so ja unaufgeregt aufgeregt war. Oder andersrum, aufgeregt unaufgeregt. Es ist natürlich viel passiert und es ist auch, ich sag mal, das erste Mal, dass ich sowas Explizites gespielt habe. Obwohl nicht viel gezeigt wurde, aber viel angedeutet. Und ja, eine Liebesszene zwischen zwei Männern. Was ganz Normales, oder? Ich fand die Rolle von Anfang an ziemlich cool. Es ist ja so, dass er sehr, ja, sehr androgyn ist, sehr sanft und ja, der passive Part eher. Zumindest das, was ich jetzt gesehen habe, was ich aufgenommen habe. Und ich habe mich sehr gut in ihn hineinversetzen können. Also so ein bisschen der, ich sag mal, der Schulaußenseiter und ja, dann eben auch die gesundheitlichen Probleme, die er hat. Das fand ich sehr schön, mich in ihn hineinzuversetzen und auch das alles irgendwie zu spielen und zu fühlen und ja, also ich finde, er ist ein sehr sensibler, sehr warmer, aber kein schwacher Mensch. Ganz viele deutsche Filme gucken. Schaut euch eure Lieblingsszenen an, sprecht sie nach, fühlt euch rein, versteht, wie eine Rolle funktioniert oder auch wie ein Text funktioniert. Man muss sich eben ganz viel mit der deutschen Sprache auch beschäftigen. Und es ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, nicht nur an der Stimme zu arbeiten, sondern am Spiel. Und das ist ganz klar, lernt man dann bei einer Schauspielausbildung. Ich habe auch eine Schauspielausbildung gemacht und ich muss sagen, es hat mir wahnsinnig viel gebracht. Ich hatte jetzt nicht explizit irgendeine Mikrofonausbildung, aber es hat mir sehr viel gebracht, fürs Synchron Rollen selbst zu erfinden, zu erstellen, auch zwischen den Zeilen zu lesen. Man muss sich auch immer vorstellen, wo eine Rolle herkommt, wo sie hingeht. Also auch bei einer Serie, bei einer Folge, bei einem Film, whatever. Da schon immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, was könnte mit der Rolle noch passieren und was schwingt damit? Wer ist gerade gestorben? In wen bin ich verliebt? Oder wen hasse ich? Und dass das auch immer ein bisschen mitschwingt und dass man das auch anbieten kann, diese 20%, 30%, die noch drüber hinausgehen. Das finde ich ganz wichtig. Und da ist auf jeden Fall eine Schauspielausbildung sehr, sehr hilfreich. Auf was dürfen sich die Zuschauer freuen? Auf, ja, auf eine heiße Liebesszene zwischen mir und Lenny. Nein, auf jeden Fall auf sehr viel Romantik, auf sehr viel Boys Love und viele Gefühle. Ja, auf sehr viel Liebe. Ich glaube, darauf können sich die Zuschauer freuen. Auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen meinen Walkman mit meiner Lieblingsmusik. Also, eine MP3-Player, Walkman. Ein Zeichenblock. Um alles zu zeichnen, was ich sehe. Weil ich zeichne recht gern. Immer wieder mal. Und für die regnerischen Tage meine PlayStation 5. Wobei die mir ohne Fernseher wahrscheinlich nichts bringen würde. Aber ja. Ich glaube, ich würde einfach nur die Ruhe genießen. Ich brauche gar nichts. Eine Badehose. Das wäre alles. Eine Badehose.